Dies ist der Zoo in Heidelberg, der größte in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit jährlich über 500.000 Besuchern ist der Zoo eine wichtige kulturelle Institution für die Menschen dieser Region. Einige der wichtigsten Aufgaben zoologischer Gärten haben direkt mit den Menschen zu tun. Zoos vermitteln naturkundliche Bildung und begeistern viele Menschen für den Natur- und Artenschutz. Unser kleiner Planet hat das dringend nötig. Die Naturräume und die großen Wildnisgebiete werden immer kleiner. Klimawandel gefährden die kältesten Gebiete, die Arktis und die Antarktis. Die unmittelbare Begegnung von Wildtier und Mensch scheint viele zu faszinieren. Dabei gerät die eigentliche Botschaft leider manchmal in den Hintergrund. Es wird keine Gorillas, Elefanten, Tiger oder Krokodile mehr geben. Wenn wir nicht aufhören, die Umwelt zu belasten und die Natur zurückzudrängen. Diese Zusammenhänge aufzuzeigen, den Blick zu erweitern und den Menschen eine andere Perspektive anzubieten, ist Aufgabe der Zoos. Die Tiere im Zoo sind Botschafter für ihre wild lebenden Artgenossen, für ihren Lebensraum, für gesundes Wasser und ein intaktes Klima. Sie wecken unser Interesse, unsere Neugier und lassen uns fremde Welten entdecken. Sie sensibilisieren uns für einen respektvollen Umgang mit den Tieren und ihren Lebensräumen. In Heidelberg entsteht ein neues Elefantenhaus mit einem völlig neuen Haltungskonzept, das in Deutschland und auch europaweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. Hier wird die erste Elefanten-Junggesellengruppe in einem deutschen Zoo gegründet. Die Haltung einer Jungbullengruppe ist ein wichtiger Baustein innerhalb der europaweit koordinierten Zuchtbemühungen für die bedrohten asiatischen Elefanten. Eine Aufgabe, der sich bisher nur wenige Zoos stellen. In Deutschland ist das bislang nur der Heidelberger. Der Einzug der jungen und lebhaften Elefantenbullen im Sommer 2010 wird für die Zoo-Mitarbeiter und Besucher ein äußerst spannendes Erlebnis. Und auch für die Heidelberger und Menschen in der Metropolregion. Denn es passiert ja direkt in ihrer Nachbarschaft. Außenbau und Inneneinrichtung des Elefantenhauses kosten über 3,75 Millionen Euro. Das Haus soll im Sommer 2010 fertiggestellt sein. Den Zoo beraten die versiertesten Zooarchitekten und Elefantenexperten. So wird jeder Euro optimal eingesetzt. Die schwersten Landsäugetiere der Erde erhalten eine abwechslungsreiche und vielfältig strukturierte Umgebung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Elefantenhaltung. Heute leben nur noch geschätzte 35.000 asiatische Elefanten. Das sind gerade noch 30% des weltweiten Bestandes von vor 50 Jahren. Der Elefant gehört zu den bedrohtesten Tierarten weltweit. Mit dem neuen Elefantenhaus soll auch für den Besucher ein weiteres wichtiges Ziel des Zoos verwirklicht werden. Die Besucher gewinnen ein naturnahes Tiererlebnis, das gleichzeitig auch für die Bedrohung dieser beeindruckenden Tiere sensibilisiert und Raum zur Diskussion bietet. Deshalb packen wir es an. Gemeinsam. Helfen Sie mit, damit wir alle die beeindruckenden Tiere im neuen Elefantenhaus erleben können. Helfen Sie, den Elefanten ein gutes Leben zu geben.